So, Hallihallo, wir begeben uns auf eine neue Reise. Und diesmal habe ich tatsächlich mal wieder meine GoPro angeschaltet und nehme euch mit dem sogenannten OTR on the Road mit. Und ihr dürft ein bisschen Naturlandschaft genießen. Und zwar starten wir aus Essen, beziehungsweise jetzt schon quasi fast in Hattingen aus und fahren Richtung Augsburg, wobei es mehrere Etappen geht. Eigentlich wollte ich letzte Woche schon losfahren und mir einfach die Zeit nehmen, ganz entspannt die Route zu machen, ab und zu ein paar kleine süße Spots zu genießen. Willkommen in der Hattinger Altstadt oder naja, an der Altstadt vorbei. Und ja, diese Spots habe ich noch nicht ganz fixiert. Ich habe auch eigentlich eine Talsperre eingegeben, wo ich jetzt hinfahren wollte. Das habe ich dann auf der Strecke selber. Ihr könnt das gleich sehen, wenn ich einen Spot-Stopp habe auf der Autobahn. Da habe ich dann nochmal ein neues Ziel verfolgt und bin jetzt in Halfa gelandet. Und dort, ja, gucke ich jetzt übers weite Land, während neben mir ein Mann mit seinem Sohn Autofahren übt. Ja, hier ist dieser Spot mit dem leider zu Klo oder eingezäunten Klo, wo ich da nochmal kurz überlegt habe, wo fahre ich jetzt hin, was mache ich eigentlich, was will ich eigentlich? Es ist schon relativ spät, also es war schon halb sieben oder so. Und ja, dementsprechend wollte ich jetzt auch nicht mehr baden, weil ich schon geduscht hatte, frisch. Und dann dachte ich mir, ich brauche keine Talsperre mehr. Ich suche mir einfach einen schönen Spot. Und dann dachte ich mir so, hey, in Halver warst du schon, das ist ganz cool. Und dann bin ich wieder los. Ja, hier habe ich nochmal eine große, lange Straße vor mir. Und ja, was möchte ich sagen? Es ist ganz neu jetzt mal wieder, wenn ich unterwegs bin, einfach ein OTR zu machen. Und schön, dass du da bist, dass du zuschaust, dass du zuhörst und die Landschaft hier genießt. Ich würde fast sagen, wir sind jetzt hier in Schwelm, also fast im, ja, was soll man sagen? Ich weiß gar nicht, ist Schwelm eigentlich, ich glaube, Schwelm ist noch Ennepe-Ruhr-Kreis, aber danach kommen wir in den Märkischen Kreis. Und ja, wie gesagt, jetzt bin ich hier an diesem Spot, wo ich schon mal war, vor ein paar Wochen. Da habe ich dann ganz viel jongliert und Handstand gemacht und einfach einen schönen Abend gehabt. Und ich bin mal gespannt, ob heute Abend wieder so ein toller Sonnenuntergang hier. Das wäre wundervoll. Ich weiß auch noch nicht, ob ich übernachte oder ob ich vielleicht später noch weiterfahre. Ich habe die nächsten Stops alle erstmal aus meinem Navi rausgeschmissen und werde mir einfach neue Stops suchen. Ich habe gedacht, ich muss nicht hier unbedingt lange in der Gegend bleiben, weil hier kommt man ja schneller mal hin. Aber in Augsburg und Umgebung bin ich ja tatsächlich nicht so häufig. Und von daher macht es vielleicht mehr Sinn, erstmal weit zu fahren und dann in der weiten Ferne, in Süddeutschland, ja, zu gucken, was da so abgeht, was es da so kann und wie es da so läuft. Ja. Und ich fahre nach Augsburg, weil ich da bei der Lastrada auftrete. Das ist ein Straßenkunstfestival. Und darauf freue ich mich. Endlich wieder so ein bisschen Festival-Feeling nach den ganzen privaten Gigs und sowas. Aber das wird ziemlich cool. Lustig, diese Straßen hier, die wir gerade abfahren, diese bin ich schon mal gefahren und ich mag die einfach so. Gleich kommt so eine Stelle, wo einfach so mein Highlight ist. Jetzt fängt's an. Es ist einfach keine Mittelbegrenzung mehr und es ist einfach beautiful. Hier durch den Wald zu fahren, über Felder und Wälder und Natur pur. Ich habe mir auch eigentlich eine Strecke rausgesucht, ohne viel Autobahn. Natürlich fährt man auch mal Autobahn, aber halt viel in die Natur rein. Und das ist einfach so, so wunderschön. Ja, jetzt sieht man gleich, ich fahre in eine Straße rein, wo Einfahrt verboten steht, weil eine Baustelle kommt. Aber ich bin zum Glück vor der Baustelle schon wieder eingefahren und hier ist mein Parkplatz. Geiler Ausblick, oder? Geiler Ausblick und hier bleibe ich.